Hallo und willkommen zu dem neuen Video. Wir sind hier auf der Lofoten. Yes! Aber wie wir hierher gekommen sind, sehen wir jetzt in diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spass dabei. Ja, von der Schweiz aus über Deutschland, Rostock, haben dort nicht die Fähre nehmen, haben dann über Dänemark, haben dort eine kleinere Fähre genommen, sind durch ganz Schweden durchgefräset und sind dann so mit hier auf der Lofoten gelandet. Ja. Reisen mit Kind ist nicht immer einfach und es hat ein paar Tränen gegeben im Auto, Nervenzusammenbrüche von Seite vom Kind wie auch von Seite von uns. Aber dort hatte ich natürlich nie eine Kamera da vorne gehabt. Also es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, um das zu filmen. Das wollte ich irgendwie auch nicht festhalten. Aber einfach, dass ihr es wisst. Ja, das gibt es bei uns auch. Der Vollständigkeit halber kommen immer mal wieder ein paar Fotos zwischendurch, aber das stört glaube ich nicht. Und nochmal ein kleiner Hinweis, bevor es startet. Ich blende euch immer mal wieder Namen ein von Airbnbs oder Hotels oder sonst Produkte, die uns mega geholfen haben im Winter im hohen Norden. Und wir sind von nichts gesponsert worden. Alles haben wir selber gezahlt und können wir einfach mit bestem Wissen und Gewissen weiter empfehlen, so wie wir es in diesem Video zeigen. Wir haben heute einen gemütlichen Tag. Es ist schon mega kalt. Wir sind schon fast in Rostock. Wir haben jetzt hier einen mega schönen Airbnb übernachtet. Und ich kann euch zeigen, wie das nachher geschwind. Es ist nachher mega süß. Wir finden es einfach hier arschkalt. Und durch die kalte Luft trennen wir meine Augen. Und ich habe gedacht, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ich schminke mich mal wieder. Bringt natürlich genau nichts. Genau, aber wir müssen uns glaube schon noch ein bisschen akklimatisieren, weil weiter im Norden wird es ja noch kälter. Ja. Wir sind jetzt zu Rostock am Hafen und haben eigentlich die Fähre gebucht von Rostock auf Stockholm. Also genauer gesagt Nynäshamn oder so, wie man das ausspricht. Die ist aber storniert worden. Und sie wissen auch nicht, ob sie 2 oder 3 Tage fährt. Darum gibt es jetzt eine kleine Planänderung. Schon am 2., 3. Tag von unserem Roadtrip. Wir fahren dafür jetzt viel, viel, viel länger. Was wir eigentlich mit dieser Fähre haben wollen, umgehen. Aber jetzt fahren wir mal bis auf hierher. Jetzt haben wir mal den Riemen, den wir nehmen müssen. Seht man das? Und dann können wir dort die Pferde nehmen. Richtig. Wie heisst es da? Vielleicht können wir dann heute noch auf Kopenhagen, Malmö oder so. Mal schauen. Und ob wir es dann morgen auf Stockholm schaffen, es gibt wahrscheinlich eine lange Nacht. Yay! Thank you.
Ein kleiner Einschub vom Schnitt. Genau, wir sind angekommen in Stockholm. Wir sind sehr gut angekommen. Ich muss jetzt so sagen, ich muss echt vorher anfangen. Wir sind, haben wie gesagt den Riemen gemacht, sind über so eine kleinere Fähre und sind dann in Kopenhagen angekommen und haben dort Sponti in so einem 24-Stunden-Check-In-Hotel. Wirklich nichts Spezielles. Ein Zimmer gebucht, möglichst günstig, möglichst schnell. Wir sind um 10:30 angekommen, spät am Abend. Mit dem Kleinen, ja, es ist gegangen, aber es war sicher nicht ideal gewesen. Und am Morgen früh ist es wieder losgegangen. Zuerst durch den Tunnel und dann über eine grosse Brücke auf Malmö über. Und ich glaube, die Aufnahmen haben wir schon gesehen. Yep. Die ganze Fahrerei war eher stressig gewesen, würde ich behaupten. Also, wir sind einfach nur im Auto gehockt. Und der Kleine hat gut mitgemacht, für das, dass wir wirklich nicht viel gemacht haben, außer gefahren. Aber ja, wie gesagt, ideal ist sicher, wäre etwas anderes gewesen. Auf jeden Fall sind wir dann angekommen am Abend, um 5 oder 6 oder so. Wir haben eben schon ein Hotel gebucht in Stockholm für 2 Nächte. Weil wir haben gedacht, wir bleiben dann eine Nacht noch in Stockholm, weil wir das gerne noch anschauen möchten. Und darum war es so wichtig, dass wir innerhalb dem Tag in Stockholm ankommen. Ja, dort sind wir angekommen, haben fein gegessen zum Nacht in dem Hotel und sind dann den ganzen Tag oder den ganzen nächsten Tag eigentlich auf Stockholm. Wir sind mit der U-Bahn auf Stockholm rein und sind so ein paar Sachen anschauen. Wir haben einfach nur gechillt nach dem vielen Fahren. Ist das richtig schön gewesen. Hat unsere Reise gestartet und ich habe das Gefühl, sie fängt erst jetzt so richtig an. Wir sind nämlich jetzt gestern über den Polarkreis gefahren und sind da. Der Papi ist gefahren, genau. Und wir sind da in einer mega schönen Husky Lodge oder so. Ich probiere es jetzt nicht auszusprechen, ich schreibe es euch daher. Es ist mega herzig da. Es hat eine kleine Küche, wo man sich selber kann zu Nacht machen kann oder zu Morgen kann man sich selber parat machen. Ja, es ist mega herzig. Wir hatten ein mega schönes Hotelzimmer und ja, da ist es mega schön. Also so ein bisschen Sofa und noch ein bisschen gemütlich Tisch und da im Kühlschrank und da ist jetzt morgen drin. Und dort hinten hat es noch Küche. Ah ja, natürlich jetzt auch noch Schmine. Ein schönes. Und dort draussen ist einer am Auto ausbuddeln. Es hat nämlich etwa 15 cm Neuschnecke. Sehr, sehr gemütlich mal. Das ist cool da. Alles, was man braucht. Und da hat es easy genug Platz
für ein Bettchen vom Kleinen. Sofa, Kasten und der wartend Ehemann. Ja, gut. Komm jetzt. Ja. In einem sehr coolen Hotel. Und zwar in der Lofoten. Richtig, richtig cool. Das ist aber noch nicht Endstation. Morgen geht es dann noch eins weiter. Und dort bleiben wir dann für eine Woche. Yes! Das Coole ist an diesem Hotelzimmer, wir haben hier noch eine Badwanne, wo der Kleine geht. Probieren wir es nochmal mit neuem Akku. Ja, wie schon gesagt, wir sind hier in einem coolen Hotel, wo sogar eine Badwanne hat. Das heisst jetzt für den Kleinen, dass er jetzt noch ein bisschen am Bädeln ist. Nachher gibt es dann die Nacht. Genau, wir haben uns für das Hotel entschieden, weil wir gefunden haben, bis jetzt haben wir alles möglichst günstig und gut. Und jetzt haben wir gedacht, lassen wir ein bisschen mehr Geld springen. Darum sieht es auch so prunkvoll aus da. Ja, mal schauen, wie das Nacht wird. Und dann morgen geht es, wie gesagt, weiter. Dort haben wir dann noch ein Airbnb gebucht für 7 Tage. Vor sechs Nächte, glaube ich. Auf das freuen wir dann auch. Das ist fast das äußerste Zipfel von der Lofoten. Da kommen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit über. Ach, ich freue mich. So, dem schönen Hotelzimmerli sagen wir jetzt Tschüss. Weil wir sind am Zusammenpacken. Und gehen so langsam richtig unser Ferienhaus. Aber die Aussicht muss ich euch jetzt gleich noch schön zeigen. Die ist mega schön. Und wir sind so auf einer Halbinsel. Das heisst, wir haben eigentlich rundum Wasser. Wenn man dort raus schaut. Irrsinnig schön. wir sind jetzt Zollwehr, wie auch immer man das ausspricht. Jetzt haben wir jetzt Mittag gegessen und fahren jetzt weiter Richtung unsere Unterkunft. Und bis dahin, wir sind einfach völlig. Wir sind wirklich fast sprachlos gewesen. Um jede Ecke, umso schöner. Und es ist auch mega schön. Wir hoffen auch, dass die Kleine da hinten noch
wird das Mittagsschläfchen machen jetzt. Wir sind jetzt auch in Leknes und wir gehen hier das Einkaufszentrum posten, weil wir noch ein paar Sachen brauchen. So, da wäre der Eingang. Da ist das Schlafzimmer. Dann haben wir hier ein Badezimmer mit Waschmaschine. Yes! Und da vorne. Dann haben wir die drei grossen Lampen noch. Das fette Sofa. Aha. Schöne Küche. Und ich glaube, am Morgen oder am Mittag müssen wir euch unbedingt die Aussicht zeigen. Jetzt kommt sie nicht irgendwie so über. Da oben. Ich weiß noch nicht genau, wie man da oben Licht macht. Wir sind auch in unserem Häuschen. Und sobald ich weiß, wie man da oben Licht macht, kann ich euch dann noch oben zeigen. Wir sind gerade völlig geflasht. Ab dem schönen Häuschen. Ja, mega schön. Und wir räumen jetzt mal das Auto aus und das Häuschen ein. Und dann geniessen wir mal den ersten Abend da. Ich glaube, dann nicht. Nee! Wir haben ein so schönes Haus. Wir haben gerade gedacht, es fehlt noch ein Zimmer. Was glaubst du? Der ist jetzt so beschäftigt mit dem Schnee. Ja. Und wir haben vorher gemeint, die Tür da geht gegen aussen. Also du? Ja, aber du bist auch nicht aus dort hinten. Ja, ich habe nur gesagt, ich bin zuerst gar nicht rausgekommen. Und ja, der Teil gehört auch noch dazu. Krass. Zack. Zack. Einmal Zimmer. Und da hat es noch das Zimmer. Cool! Ja! Willst du mal hier schauen? Schau mal! Da sind wir daheim für die nächsten 6 Tage. Wow, das ist eine ganze Boxen voller Spielsachen. So, ich weiss nicht, ob das gefragt ist oder ob das spannend ist. Ich mache jetzt einen kleinen Food Haul. Wir sind vorhin noch gepostet. Für etwa 3, 4, 5 Menüs haben wir jetzt mal geplant. Rüebli, Salat, Zucchetti, Pizzateig, Knobli, Mandarinli, Böle, zweimal Mozzarella, Grana Padano, Würstchen zum Brötchen, Tomatli, Creme Fraiche, Naturjoghurt, Rahm, ein Duschmittel, Schinken, Nudeln, Tomatensauce für Pizza und Tomatensauce für Tomatensauce, Joghurt, Milch, Duschmittel haben wir es. Waschmittel, Orangensaft, Multivitaminsaft, irgendein Getränk, alkoholfrei. Also das trinken sie hier, glaube ich, zu Weihnachten. Also das ist, oder in Norwegen zumindest. Probieren wir dann mal. Und
noch Bier. Blonde Ale, das Pils und ein Pale Ale. Und dann haben wir noch das Brot gekauft und Eier. Gutes Tagli, wir sind angekommen in diesem schönen Häuschen, wo wir jetzt sind für noch 5 Nächte, glaube ich. Ja. Wir haben jetzt das Mörgelet und wir gehen jetzt dann noch ein bisschen raus, schauen, wo wir eigentlich sind, weil gestern war es schon dunkel, als wir angekommen sind. Und es ist einfach das Träumli. Das Träumli. Ich sage nur, das Morgen wie you. Wir haben jetzt gerade das Mörgelet, ich bin am Abrummen. Die kleinen zwei. Besser gesagt, ein bisschen. Und der Oli sind hier oben am Spielen. Und nachher gehen wir dann gar noch raus. Irgendwie, ja, züchtet sie uns mega raus. Also die Aussicht ist einfach der absolute Hammer. Aber jetzt muss ich noch schnell Küche machen. Das wäre übrigens noch das Brot. Und die 6 Eier, die wir gekauft haben. Einfach der Vollständigkeit halber. Ich glaube fast, ich habe es gestern schon gefilmt. Aber jetzt sieht man es natürlich einfach ein bisschen besser da. Das ist unser Häuschen daheim. Das ist ja atemberaubend. Krass. Ich kann euch echt nicht sagen, wie schön dass es hier ist. Es ist kalt und ein bisschen Hunger. Aber... Es ist. Also, wenn ihr die Fotos gesehen habt, aber ich komme nicht annähernd mit über, wie schön dass es da ist. Also. Wir sind gestern aus dem Strahlen nicht mehr rausgekommen, Oli und ich. Es ist. Jede Kurve ist noch schöner geworden. Und. Ja, einfach. Ein fettes Anliegen an euch. Setzt die Fotos von euch in die Liste. Ich glaube, im Sommer ist es auch wunderschön, aber Winter ist einfach bombastisch. Und für alle, die sich fragen, ob die Sonne noch aufgeht, sie würde wahrscheinlich etwa da, würde sie ein Mühe über den Horizont kommen für etwa 3/4 Stunde. Und auch immer weniger, weil zwischen dem 22. Dezember, ein bisschen vorher und nachher, ich glaube etwa 2 Wochen, geht sie gar nicht mehr auf. Aber sonst ist es eigentlich einmal etwa 4-5 Stunden Dämmerung. Wunderschön. Das da ist der Oli. Und da hinten sieht man noch den Mond. Zwei Damen in unserer schönen Wohnung. Hier in der Lofoten. Und ich habe jetzt heute noch ein bisschen Wäsche gemacht. Und unsere Sachen mal ein bisschen sortiert. Und zwar habe ich hier am Kleinen seine Sachen. Wie das Ding hinten da. Ich habe gemerkt, wir haben viel zu viele Kleider mitgenommen. Weil wir jetzt die Möglichkeit haben zum Waschen. Ja, das haben wir nicht genau voraussagen. Aber ja, wir haben ziemlich viele Kleider. Das ist übrigens so, wie er gefüßelt. Und...
da hinten. Ja, wir haben ein bisschen Chaos. Ich kann meine Sachen dann kasten tun. Ich brauche genau eine Schublade. Und ich weiss jetzt gar nicht, ob der Oli die Sachen auch eingeräumt hat. Mal schauen. Ja. Da. Da. Ja. Ich habe einfach nicht so viele Kleider mitgenommen. Weil ich nicht so viele Kleider habe. Und vor allem habe ich keine Thermokleider. Darum hat Oli etwas mehr als ich. Aber ich glaube, es geht gut auf. Jetzt eben können wir waschen und das ist tipptopp. Und jetzt tun wir dann ein kleines Bett und nachher schauen wir noch ein bisschen Netflix oder so, weil wir haben herausgefunden, dass der Fernseher Netflix hat. Tschüss! So, schau jetzt, kannst du noch aufmachen. Ja, jetzt müssen wir da auf die Seite schauen, was jetzt machen. Schau mal, was da vorne kommt da rum. Wow! Nimm mal alles raus! Ja!
Heute hat ein bisschen Geburtstag und wir haben es heute Morgen richtig gemütlich genommen. Ich habe Pancakes gemacht und wir haben richtig schön gefeiert. Wir haben gestern noch ein kleines Geschenk gepostet für den Kleinen. Und ja, jetzt sind wir heute in diesem Nussfjord, wenn ich das richtig ausspreche. ein mega herziges Fischerdörfli, das recht gut erhalten geblieben ist. Gestern habe ich nicht geflogt. Wir sind gestern auf Nussfjord anschauen. Dort könnt ihr sonst auf Instagram findet ihr mehr. Ein Reel oder so noch. Und heute gehen wir auf Henningsmeer. Ich habe gefragt, ob wir kalt haben. Also heute haben wir kalt. Sonst geht es eigentlich nur mit den Temperaturen hier. Es ist so zwischen minus 9 und minus 3 Grad. Aber meistens geht kein Wind, außer man ist gerade ziemlich nah am Wasser oder so. Dann ist es schon sehr kalt. Thank you.
vielleicht nicht gerade ideale Voraussetzungen, um nur Lichter füttern und filmen. Weil überall noch Fremdlicht hat und so. Aber, tada! Heute ist der letzte Tag, der ganze Tag, wo wir auf der Lofoten sind. Wir fangen jetzt an zu packen. Und ich musste jetzt aber einfach noch mal geschwind die schöne Stimmung geniessen von draußen. Solange es noch hell ist. Ach, und unsere Aussicht. Es war ein Träumchen, echt. Es ist traumhaft. Wir haben es so genossen hier oben. Und wir würden echt noch mal eine Woche anhängen. Aber es ist auch gut. Morgen geht es weiter. Aber die Reise ist ja noch lange nicht fertig. Wir haben noch etwa 2 Wochen. Eineinhalb Wochen, ja. Bis wir in der Schweiz sind und reisen noch durch Norwegen. Wir sind so, so dankbar, dass wir die Reise machen durften. Und haben wir hier eine Woche auf der Lofoten verbringen. Im Winter. Es war so cool und wir haben es auch genossen. Und heute ist der allerletzte Tag da. Wir fangen jetzt an zu packen, die Wohnung putzen. Und morgen früh geht es weiter auf Moskines, irgendwie so. Und von dort aus mit der Fähre auf Bodø. Genau, und dann reisen wir noch durch Norwegen, zurück auf Dänemark, zurück auf Deutschland, zurück in die Schweiz. Aber das sehen wir im zweiten Teil von dem, einem zweiten Teil. Dann wäre es das gewesen von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich mega, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr mich abonniert und das Glöckchen andrückt, dann werdet ihr informiert, wenn der zweite Teil online kommt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!